Hallo, ich bin Lia von ganzmünchen.de und ich bin hier in Zirkus Krone und hier ist Julot Cousin. Und deswegen wollte ich Sie mal kurz fragen, bei so einer wichtigen Aufgabe, was ist wichtiger eben? Kopf, also halt Körper oder Geist? Die zweite. Das ist mehr sehr important. Relax und hat einen Kopf tranquil und der Körper strength. You know, weißt du, aber das ist die zweite important. Aber die mehr important ist Publikum. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und natürlich muss man auch seinen Körper konzentrieren. Und danke für dieses kleine Interview. Und das habe ich gefreut. My pleasure. Thank you for asking. Ja, und außerdem, wie gefällt es Ihnen so in Zirkus Krone und wie lange wollen Sie hier bleiben? Ich werde hier bleiben 4 Monate für die ganze Show. Und was? Und das ist super. Ja, ja sehr. Ja. Ja, really super. C'est très, très bien. J'adore. Der Circus Krone ist fantastisch. Ja, finde ich auch. Dankeschön nochmal. Das habe ich sehr gefreut. Bitte schön noch einmal. Hallo, ich bin Lia von ganzmünchen.de und heute bin ich hier mit Erwin Frankello. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Und zwar erstens, ich wollte fragen, warum Sie genau Ihre Seelöwen Itchy und Scratchy genannt haben. Können Sie mir das sagen? Ja, also als ich sie gekriegt habe, waren sie noch ganz klein, etwas über einem Jahr alt. Und weil sie sich immer geärgert haben und gestritten haben untereinander, wie so kleine Brüder das halt machen, ja, hat mich das an Itchy und Scratchy erinnert von den Simpsons. Und deswegen hatte ich sie dann Itchy und Scratchy genannt, weil sie sich immer so ein bisschen bekämpft haben. Das fand ich ganz witzig. Ah, das ist voll süß. Und ich wollte auch noch fragen, wie können Sie die unterscheiden? Weil so Seelöwen sehen ja eigentlich fast gleich aus. Nein, die sehen total unterschiedlich aus. Also umso besser du sie kennst, desto mehr siehst du diese Unterschiede, auch im Verhalten. Also ich brauche den Seelöwen nur einmal einen Bruchteil der Sekunde sehen, irgendeinen Teil von dem und weiß, ah, das ist Itchy oder Scratchy. Also das ist wie bei Zwillingen zum Beispiel. Die Mutter weiß einfach, wer ist wer. Ne? Ja, das stimmt. Und vor allem, weil du die ja schon so gekannt hast, als sie jung waren, dann kann man das auch viel besser erkennen. Ja, das waren all meine Fragen und danke, dass Sie mit mir dieses Interview gemacht haben und danke auch für die Show, das war super cool und hat mir auch sehr Spaß gemacht, danke. Das freut mich, dass du das gut fandest, danke dir. Okay, ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen zu dieser Show und zwar dieses Mal waren ja auf Ihnen 2 Löwen gelegen und war das nicht sehr schwer, weil die wiegen ja auch sehr viel. Es ist verdammt schwer. Also der männliche Löwen ist 300 Kilo, der Weibchen ist ein bisschen weniger, also 170. Aber Gott sei Dank, wir haben hier ganz dickes Sägemehl für die Pferde. Heißt, der Manege ist ungefähr 50 cm hoch mit Leim und Sägemehl und es geht ein bisschen unten, aber trotzdem ist es schon schwer. Okay, das ist sehr interessant, das wusste ich gar nicht mal. Und ich wollte auch noch als zweites fragen, wie halten Sie die Löwen auseinander und haben Sie auch sehr verschiedene Persönlichkeiten? Ja, absolut. Ein guter Tier lehrt nicht gebrochene Charakter, ein guter Tier lehrt baut den Charakter. Heißt, deswegen für 25 Jahre, ich habe das gemacht hier und jeder Tier kommt rein, weil die haben Spaß in was der macht, weil ich baue den Charakter. Heißt, der Löwen liegt an mir, der hat das ganz gerne. Der Löwen attackiert mich, ist aggressiv, ich lasse ihn aggressiv. Der Löwen ist ganz faul, er ist ganz am Ende, er kommt, er folgt mir. Ich immer baue den Charakter. Jeder Tier hat einen Charakter. Und außerdem, so zu Zirkus Krone, wenn Sie dort halt eine Show üben wollen, wie lange braucht es ungefähr, so all den Löwen das beizubringen? Ja, also meine Löwen ist schon 20 Generationen schon bei meiner Family. Diesem Löwen ist geboren hier im Zirkus Krone. Aber für die Show, was Sie haben gesehen heute, hat gedauert ungefähr 2 Jahre trainieren. Also das ist schon sehr erstaunlich auch. Und die Show mit den Löwen ist halt auch sehr ikonisch, finde ich, weil das ist halt fast jedes Mal und das freut mich auch immer, das zu sehen. Und danke für das Interview nochmal und das war's. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Gut. Hello, Thomas Lacey. I wanted to ask you a few questions. No problem. So, first off, in the last program, you did a show with lions, and this time you did one with dogs. Why did you suddenly switch from lions to dogs? So, me and my brother, we both have lion acts, and of course it's not possible for both of us to work our lion acts. My brother's lion act, Martin Lacey, is much better than my act, and the opportunity came to take over a dog act. So I tried it, it went very well.
and slowly I started to enjoy the dog acts, and yeah, slowly I enjoyed it, and I keep it now. I love my lions, but slowly I'm starting to love the dogs just as much. Thank you for answering. And is there a difference when you train different races of dogs? Is there one that's easier to train and one that's harder? Or? So I have 5 poodles and 1 Jack Russell, and the rest are Mischlings, but mostly with terrier. So poodle, Jack Russells, Border Collies, terriers are very intelligent dogs. So that helps me a lot, of course. Not always. I have a very small Svirt poodle. She is very cute, but a little bit lazy. So yeah, it helps on the race of the dogs. Some dogs are more intelligent than the others. So yeah, it does help a few times, yeah. And with lions and dogs, is there a different routine, or maybe it's like some similar habits? Routine for the animals, routine, you mean? Yeah. So they probably sleep about the same amount of time. Lions sleep about 20 hours a day. My dogs shouldn't sleep that long, but they do. No, my dogs are a lot more energetic. They have a lot of energy, so I've spent a lot of time walking them, spending time with them. Lions, I don't need to do this so much because they don't need the energy. Yeah, that's probably it, actually. They just have a lot more energy, and I have to try and take this out of them before the show, else if not, it's chaotic. Thank you for answering my questions. It was very interesting. Thank you. Also Sie sind ja der Sprechstallmeister von Zirkus Krone, und ja, ich wollte mal wissen, was genau ist das eigentlich? Der Sprechstallmeister, ja, das ist ein alter Wort. Das ist, ich weiß nicht, wo das stammt. Das ist praktisch eine deutsche Übersetzung von der Ringmaster. Das ist der Herr der Ringe, so praktisch. Ich bin verantwortlich für den ganzen Ablauf. Die Requisiten rein und raus und so, und dazu tue ich auch präsentieren. Deswegen auf Deutsch ist das der Sprechstallmeister dazu. Okay, danke schön. Und könnten Sie mir einfach erzählen, so grob, was so in den letzten 4 Monaten, in den nächsten 4 Monaten hier so los ist? Ja, das geht weiter, so wie heute. Das war eine große Premiere. Wir haben einen Haufen neuer Requisiteure, die haben noch nie einen Zirkus von innen gesehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich bin ziemlich grob mit denen manchmal, aber das ist wie der Fremdenlegion. Und ich bin der böse Kapitän. Ja? Und dann muss das irgendwie sein, aber dann kapieren sie nachher und dann trinkt mein Bierchen zusammen und das ist alles vergessen. Aber das ist Stress pur für die jungen Leute. Ich mache sie ein bisschen Angst und dann rennen sie noch mehr. Und, aber da, die sind jetzt schon alle im Bett, die sind fix und fertig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke für das Interview und viel Glück wünsche ich Ihnen, ja, und Ihrer, also, Crew noch. Bis zum nächsten Mal.